So, ihr Lieben, dann schauen wir uns jetzt Seven vs. Wild Teams Folge 5 an mit dem Titel Sturmflut. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ne? Fritz, hörst du zu? Hier geht es gerade um das Sicherheitsbriefing, damit ihr alle unversehrt wieder nach Hause kommt. Sicherheit? Ja, klar, habe ich von gehört. Hier in der Wildnis lassen wir Vorsicht walten, aber auch im Internet sollten wir Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das geht natürlich am besten mit NordVPN. Mit nur einem Klick bin ich sicher verbunden. Egal ob im tiefsten Wald oder im Café in der Stadt. NordVPN ist wie die zuverlässige Camouflagekleidung in der Wildnis des Internets. Es verschlüsselt die Internetverbindung auf all euren Geräten und tarnt eure Daten. Hatte Fritz mit irgendeinem VPN-Dings nicht Beef? Tatsächliche Position. So könnt ihr sicher und geschützt surfen. Loggt ihr euch zum Beispiel ein fremdes WLAN ein, ist eine zusätzliche Verschlüsselung besonders wichtig. Und wenn es um Passwörter geht, gar kein Problem. NordPass hat alle Passwörter griffbereit, auch offline, wenn du im Wald bist. Du willst hier auf sichere Weise etwas herunterladen? Hier kommt der Bedrohungsschutz von NordVPN ins Spiel. Er schützt dich vor Bedrohungen und blockiert sie, bevor sie deinem Gerät schaden können. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie du deine Online-Privatsphäre schnell sichern kannst. Boah, wie heftig sind die Schnitte ganz da gerade die ganze Zeit. Nur für euch ja, einen voll Deal, und komischer zwar bei nordvpn.com/7vswild. Bucht ihr ein 2-Jahres-Abo erhaltet ihr 4 Monate extra. Und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du es risikofrei ausprobieren. Aber das ist noch nicht alles. Nur noch bis zum 9. Januar 2024 habt ihr zusätzlich zu meinem permanenten Deal die Möglichkeit, eine besondere Aktion zu nutzen. Bei einem Kauf eines 2-Jahres-Abo erhaltet ihr einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro dazu. Und so verhaltet ihr euch, wenn ihr einem Wolf begegnet. Welcher Wolf? Einzigartige Bilder, exklusive Hintergrundinfos und vieles das mehr wiederum im offiziellen ist geile Bildband. Werbung. Jetzt bestellen. Ich freue mich so auf diesen Bildband. Es ist einfach der Spot, es ist einfach geil. Keine Ahnung, was gerade passiert ist, ach, aber so es gab einen Motivationsschub. Wir haben keinen Wasserfilter dabei und können gerade kein Wasser kochen. Das ist so ein Krampf, da drin zu kochen. Die Spannung steigt. Ob wir mal einen Fisch rausholen. Das fühlt sich an als Tag 2. Das fühlt sich an, als hätten wir einfach keine richtige Option, Alter. Boah, ich hoffe, die raffen sich wieder. Seven vs. Wild Teams. So, Freunde, wir sind hier dran. Wir sammeln hier alles an Holz, was wir so erstmal locker im Wald finden. Einen habe ich sogar abgesägt hier schon mal. Jo. Hat gut geklappt. Wunderbar funktioniert, der stand da vorne. Das meiste ist so schön, weil das alles schon tot ist. Also wir benutzen fast keinen Lebenbaum. Also bis jetzt, das klappt alles ganz gut. Haben hier unsere Sammelstellen und gehen gerade durch, was wir hier alles benutzen können. Und dann schauen. Voll gut. Also wir hatten ja auch ganz viel Totholz, aber bei uns war ganz viel vom Totholz innen morsch. Also du hast es hochgehoben und das ist quasi zerbröselt. Deswegen sieht man auch in der Intro-Szene und das war ja auch in der letzten Folge der Punkt, dass wir einen Baum auch abgesägt haben. Ich meine, der war so ja auch schon recht tot, aber zumindest war noch nicht morsch innen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Himmel sieht gut aus, Sascha. Selbst wenn wir heute nur, wir starten heute den Prozess. Weißt du, was ich meine? Ganz entspannt. Der trägt Bäume, der Mann, bis deppert. Der trägt ganze Bäume durch den Wald. Alter, ja, hat er noch Energie, Training. Servus. Wir bauen das Ding. Wir bauen, aus dem Wachturm wird der Leuchtturm. Was ist das? Okay, Bauarbeiter Huber und Bauarbeiter Knossel am Start. Wir haben jetzt schon einige Bäume gefällt. So schaut unser Shelter jetzt mal aus. Schaut euch das an. Das wird super. Und jetzt brauchen wir halt vielen von denen da, ja, so Längsdinger, machen da alles zu. Das ist ja ein legendärer. Alter, die haben da ja alles rumliegen. Also auch den Feuerlöscher. Seht ihr mal, wie fett dieses Teil ist? Das war so schwer. Ich könnte nicht vorstellen, wie schwer dieser Feuerlöscher war. Der Schilder. Da für Gepäck, erste Person, zweite Person, mehr als genug Platz. Jetzt schneiden wir, was das Zeug hält. Wir haben schon einiges vorbereitet. Natürlich vorerst alles aufgesammelt, was wir gefunden haben, damit wir nicht so viel Arbeit haben. Dann schon jede Menge natürlich auch gesägt. Aber es geht weiter. Der nächste Baum steht an. Boah. Wumm.
Riesig. Holzacker, Knossel. Aus dem Rücken. Tippitoppi, die Sonne kommt rein. Mit aufs Hirnknall. Ja. Also muss er jetzt aufpassen. Ich weiß, das geht voll schnell. Ist uns auch passiert. Weil der jetzt nach oben sägt. Das wäre viel leichter, wenn er auf derselben Höhe sägt, wie halt das Teil da ist. Weil so sägt er jetzt schief und ist ein bisschen unangenehm. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt nur, weil ich es von zu Hause sehe und weil mir das halt beim Trainieren auch immer gesagt worden ist, dass wir da aufpassen sollen. Aber in der Situation ziehst du dann halt so nach oben, ist aber nicht so effektiv leider. Jetzt ist nur die verbrannt, leider. Komm, machen wir weg. Ah, jetzt macht das besser, guck. Jetzt hat das gerade viel besser gemacht. Müssen wir den dicken Bäumen wechseln und ab. Okay. Achtung. Oh, oh, oh. Er kommt, er kommt, er kommt. Achtung. Der kommt, der kommt, der kommt, Sascha. Der kommt, der fällt. Oh, Achtung, Augen zu, Augen zu. Ja, da hinten weg, weg. Das Ding schlägt so raus. Boah, schon. Genau, ja, du musst hinten voll aufpassen, hat er voll recht, weil das dann hinten nach oben. Warum fällt? Weil das nach hinten nach oben ja, fällt. Ja, ist gut. Boah! Hams. Boah! Voll gut. Wow. Boah, richtig schön. Da seht ihr, richtig schön. Krass. Ich hol den Balk und den Balken, unseren Abmessbalken, der genau die Größe haben muss. Oh, Sascha, wir müssen sofort Pflaster. Ja, nichts passiert, ist ein bisschen Blut. Dafür haben wir in unserer Tasche verschiedene Arten von Pflaster. Mückenstichpflaster und Saschas Wunsch, gell? Die sind sehr gut, ja? Ah, waren jetzt hier umsonst. Ja? Wenig Mücken hier. Es sind kaum Mücken hier. Ach. Da können wir uns aber auch glücklich schätzen, oder? Wie hat er denn das jetzt geschafft? Ja, Traum. So, was haben wir hier? Mückenschutz, Mücken, Mücken, Mücken. Wir brauchen normales Abschneiden. Ich komme mit dem Stock an durch den Wald, so Stock, 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 zack. Mm. Passiert, gell? Ja, geht schnell. Riecht es nach, riecht nach Fisch. Was bringt uns das, gell? Nichts. Ich habe das Gefühl, an unserer Stelle am Meer ist kein Fisch, gell? Ist ganz komisch, gell? Nur so kleine. Auch in den, wie heißt's? In den Löchern, in denen normalerweise nach Flut. Oh, fuck. Scheiße, soll ich mal noch abwischen, oder? Sonst klebt's nicht. Boah. Fuck. Also, ich wäre zum Wasser gegangen, zum Salzwasser, hätte es mir dort ausgespült. Hätte dann drauf gespuckt und hätte geguckt, ob ich ein Pflaster brauche oder nicht. Aber es sieht schon tief aus. Aber auf jeden Fall hätte ich es mit Salzwasser oder so ausgewaschen und nicht mit meiner Kleidung. Gerade weil bei denen ja Wolf und so weiter ist, hätte ich Angst mit Blut. Und mit dem dreckigen Pulli, da schreibt es auch wer. Ja, genau. Okay, okay. Siehst du es? Ja, ja. Ja, wir hatten auch Pflaster dabei. Ja, klar sehe ich es. Boah, indem man mit dem Finger im Mund geht und dann halt so macht. Soll man ja nicht, ich weiß, aber wie gesagt, ich würde es eigentlich direkt mit Salzwasser ausspülen. Das wäre so meine... So würde ich es halt machen, wenn ich eine Verletzung hätte. Sieht hübsch aus. Perfekt. Oh, shit. Das tut mir leid. Wo gehobelt wird, fallen Späne, oder? Ich glaube, trifft sie ganz gut auf den Punkt. Ja. In diesem Sinne... Weitermachen. Also der Scheiß hier brennt lichterloh, ist halt wenig. Ja, eben. Meerweiß zum Wunschbinden absolut ungeil. Es sind viel mehr Bakterien als bei vielen Süßwasser. Ja, aber... Ich glaube, es wäre... Ich hätte halt einfach kein Pflaster da drauf getan. Und nicht mit meiner schmutzigen Jacke abgewischt. Ich weiß, ich wäre einfach zur nächsten Wasserquelle gegangen, hätte nicht drüber nachgedacht, was das jetzt für ein Wasser ist und hätte es dort abgewaschen. Jetzt unabhängig davon, ob süß oder Salzwasser. Ich glaube, ich hätte darüber nicht nachgedacht. Ich hätte es einfach mit Wasser abgespült und geguckt, ob es dann noch blutet. Und wenn es dann noch geblutet hätte, dann hätte ich ein Pflaster drauf getan. Vor allem im Gesicht, da kommt halt so nicht so viel Schmutz hin. Wenn es an einer anderen Stelle wäre, natürlich eher ein Pflaster drauf gemacht. Weil da ja leichter wieder Dreck reinkommt. Aber bei der Nase, ja,
Das Blut spült den Dreck aus. Genau. Okay, soll ich anfangen? Extra 3? Ja. Schön. And it burns, burns, burns. Ach, schön. Und jetzt heißt zuarbeiten, zuarbeiten, zuarbeiten. Boah, das brennt lang, haben die gutes Holz. Das wirst du schön trinken. Ja. Die Außenschicht des Plastikhelms tropft runter. Richtig. Ah, chillig dann. Die Buschbombe ist echt krass, wie das Feuer da drin hält, ne? Was tun die? Alter Schwede, vor allem die Dämpfe. Das waren jetzt sicher die Dämpfe vom Plastik, vom Helm, oder? Boah. Hatten die Grillanzünder in der Flasche? Ich glaube, dass die das genauso gemacht haben wie die meisten anderen, dass die in der Buschbox einen Grillanzünder oder die Kohle oder irgendwas hatten, was halt die Regel war, dass die das da reingepackt haben und dass die aber so einfach Feuer gemacht haben. Und man sieht ja, die haben ganz normal Feuer gemacht, ganz egal, ob dieser Grillanzünder jetzt dabei ist oder nicht. Die konnten gut Feuer machen, die haben es am Leben gehalten. Perfekt. Also auch hier diese Grillanzünder-Diskussion kann man sich da jetzt wieder sparen an alle, die da rumgehatet haben. Vor allem, und an das habe ich nicht gedacht, das hat mir jemand in meinen Kommentar geschrieben, wegen, wo wir das letzte Mal wegen der Flasche gesprochen haben. Dadurch, dass das Metall ja heiß wird, schmilzt, also brennt sich dieses Metall ins Plastik. Das heißt, man müsste das Ganze irgendwie erhöht aufhängen, damit das nicht an dieses heiße Metall drankommt. Also wenn man es jetzt mit einer Plastikflasche oder so gemacht hätte. Aber so direkt da drauf. Und mich wundert es tatsächlich, dass das Feuer immer noch so gut brennt, weil halt dann wenig Luft drankommt. Man müsste jetzt gucken, wo bei der Buschbox diese Luftlöcher sind. Weil hier hinten ist ja noch so ein Zugang, wo Luft reinziehen kann. Aber ein bisschen hat man ja dann die Luftzufuhr abgetrennt. Ja, ich bin gespannt, wie der Helm danach aussieht. Scheiße, nee. Der ist kaputt gegangen. Mach ihn mal ab. Den kann ich nicht abmachen. Kannst du die Buschbox irgendwas festhalten oder irgendwas reinstecken, dass die nicht hochziehen? Ja. Boah, jetzt klebt das heiße Plastik an der Buschbox. Selbst erhöht wird es in dem Helm nichts, da ist der Wärmeaustausch zum Ja, genau, also bei dem Ding jetzt sowieso, aber ich rede jetzt davon, wenn wir eine Plastikflasche hätten, weil wir haben in der letzten Folge gesehen, dass die 3 Plastikflaschen haben und ich meinte ja, ich hätte einfach die Plastikflasche da reingestellt. Dann hat aber jemand geschrieben, was natürlich Sinn macht, dass sobald die Plastikflasche mit dem Metall aber in Berührung kommt, die dann trotzdem durchschmilzt. Das stimmt natürlich deswegen, hätte ich eine Plastikflasche, eine Halterung gebaut, dass die eben nicht ans Metall ankommt. Wenn sie in dem Helm Wasser und glühende Steine zum Abkochen gegeben hätten, wäre es klüger gewesen. Ja, ich denke auch, dass es dann funktioniert hätte. Genau. Ein Helm verbrannt. Scheißegal, scheiß auf das. Ja, das war unser Versuch. Nicht geglückt. Aber wir haben noch 7 Tage Zeit herauszufinden, wie wir Wasser abkochen. Sonst geht uns das Wasser aus. Oder wir benutzen die tolle Superquelle. Das machen wir jetzt. Ich trinke direkt das Wasser aus der Quelle und guck, wie es mir geht. Let's go, komm. Fritz und Martin haben Wasserfilter dabei. Die wollten sich den ganzen Krampf mit dem Kochen nicht antun. Ja. Die haben darüber gelacht, dass wir 2-3 Mal am Tag Feuer anmachen müssen. Und wenn es regnet, können wir kein Wasser trinken, außer wir fangen Regen. Die haben uns ausgelacht. Aber wir wollten den Kochtopf machen, dass wir auch schön warme Brühe haben. Ja, wie gesagt, wir wollten zuerst auch keinen Wasserfilter mitnehmen. Gott sei Dank haben wir doch einen mitgenommen. Und am Feuer sitzt und den Stuff. Schon wieder, Rumatra? Zeig dir viel, stopp.
Ich muss die verstecken. So. Ich muss die verstecken. So viel. Warum machst du das? Schlägt er jetzt an der Brühe? Moment, die haben gerade kein Wasser, aber er schlägt schön an der Brühe, die richtig krass salzig ist, sodass er eigentlich noch mehr Wasser braucht. Oh nein. Ich meine, ich verstehe es, weil für die Moral und du hast Hunger und du willst irgendwie Geschmack im Mund. Aber ist halt jetzt in der Situation gerade ein bisschen kontraproduktiv, wenn die gerade einen Struggle mit Wasser haben. Jetzt mal, wenn irgendwas schief läuft, Hondromatra nimmt sich Maggi. Das muss so einen aus, halben oder? Monat halten. Das hält noch. So viel, Maggi. Einen halben Monat, das klingt irgendwie viel krasser als 2 Wochen. Das ist also wenn wir so viel wie heute machen, reicht es nicht. Du gehst doch ganz viel. Immer auf den Boden tust immer. Du hältst deine Hand immer so schräg und dann fällt es runter. Okay, also wir sind jetzt das Team ohne Wasserfilter mit zu wenigen Reinigungstabletten und wir haben keinen Kochtopf dabei. Wir laufen jetzt den Strand ab und suchen irgendwas, wo wir heiße Steine reintun können, um Wasser zum Kochen zu bringen, woraus wir trinken können. Okay, okay, aber jetzt kommen sie auf die Idee mit den Steinen. Schade, dass sie das nicht früher, dass sie da nicht früher drauf gekommen sind und die Steine eben in den Helm, also in den Helm gepackt haben, weil da hätten die halt ganz schön viel Volumen abkochen können. Die Boje nicht, die schneiden wir nicht auf. Wir werden so eine harte Boje. Davon haben wir viele tolle gefunden. Notfalls schneiden wir davon eine auf, die nicht zu alt ist. Und zusätzlich gehe ich drüben zur Quelle. Da kommt das Wasser aus den Kieselsteinen. Aus dem Sand kommt Wasser. Das ist nicht so blöd. Das muss krass gereinigt sein. Ich probiere da mal einen kleinen Schluck. Wenn es mir damit besser geht, oder wenn es mir immer noch gut geht, probiere ich davon danach noch mehr und noch mehr und noch mehr. Vielleicht kann man das auch einfach trinken. Da ist direkt eine Quelle. Genau dieselbe Farbe. Ist das auch braun? Ja, ist das ein Bruch? Das ist auch braunes Sumpfwasser. Das können wir so nicht trinken. Schade. Oder? Nee, können wir nicht. Aber wieso nicht? Toll. Gutes Zeichen schon mal. Es kommt direkt aus dem Sand und es schmeckt toll. Stell dir mal wirklich vor, wir können das hier unbegrenzt ausschöpfen und direkt trinken. Wäre geil. Denn dann machen wir das ab Tag 7. Ja, auf jeden Fall. Aber testen müssen wir jetzt schon. Genau, wir können ja jetzt schon mal testen. Oder du testest gerne. Das teste ich. Ich glaube übrigens, dass ich, also ihr seht ja, dass Trimax das jetzt immer aus diesem Loch nimmt, was schon, wo auch ein bisschen was Abgestandenes ist. Wenn ich es schon aus dieser Quelle nehmen würde, würde ich es von dort nehmen, wo das Wasser wirklich fließt. Wieso ist das braun? Stell dir mal wirklich vor, es wäre nicht braun. Wie cool wäre das jetzt? Das wäre richtig toll. Da kommt Wasser aus dem Stein, aus dem Sand kommt Wasser. Ja. Ich bin also ich hätte es wahrscheinlich hier oder so genommen. Nicht da, wo dieses Loch war. Ich weiß nicht, warum es braun ist. Das toll schmeckt, es ist braun. Eine Scheiße. Also der sieht, ich sehe jetzt nicht, was an dem nicht frisch sein. Nee, der ist super, der ist frisch. Dass der frisch ist, steht außer Frage. Die Frage ist, ob du es essen möchtest. Ja, ich möchte es essen eigentlich. Dann hau es mal rein. Wie viel soll ich essen? Oh, er hat schon vollen Sonnenbrand hier. Krass. Uff. Und es ist, an welchem Tag sind wir? Tag 2? Wir sind Tag 2, oder? Boah, und schon so ein. Bevor ich dann aufhöre, wegen Magenverstimmung? Wüstenstest, mach mal. Dazu habe ich eine Frage. Ist das unbedenklich? Urfus, meinst du die Alge? Also grundsätzlich kannst du die Algen essen, das ist kein Problem. Ich weiß halt jetzt nicht, wo es her hat, wie lange das schon dran ist, ob das frisch angespült worden ist, wie der Rest davon aussieht, aber grundsätzlich kannst du das schon essen. Ja, wie viel?
dann hier zum Stück abreißen und das esse ich dann. Ich bin gespannt, ob Salz. Das ist eine Kalorie. Sag doch. Ja, das sind. Es geht doch nicht um die Kalorien. So. Genau. Ja, so. Und? Wie ist es? Ist nicht schlecht. Ich muss schon viel drauf rumfahren, weil es neu ist und unbekannt, aber... Oh, warte. Also bei uns, ihr habt ja eh das letzte Mal gesehen, in der letzten Folge, wie extrem dunkel unser Kelb war. Solche haben wir nicht gegessen. Wir haben wirklich nur die komplett tiefbraunen, ich meine, gegessen haben wir sowieso nur einmal, aber wir haben uns nur die komplett tiefbraunen genommen, die recht frisch aussahen, weil das hier ist auch hier schon so eingedäpscht. Also wir waren echt better safe than sorry und die hätte ich, glaube ich, nicht gegessen. Obwohl das natürlich da hinten, was Romatra gerade gegessen hat, recht frisch aussah. Ich bin drauf rumfahren, weil es neu ist und unbekannt, aber... Alter, das ist eine epische Szene, wie du hier einfach Algen isst. Warte, derzeit nicht diese Algenblüte. Ja, wir hatten Red Tide, aber ich glaube, dass du bei Red Tide Algen essen kannst. Muscheln sollst du nicht essen bei Red Tide. So, zurück am Shelter. Wird Zeit, hier richtig fett reisig hinzupacken. Dann die ISO. Das ist so krass, dass sie die ISO-Matte gefunden haben, ne? ISO-Matte drauf, Regenjacke drauf, andere Jacke drauf. Dann haben wir ein richtig geiles Bett. Ein richtig tolles. Sieht geil aus. So, wir hatten uns das Bett hier fertig gebaut. Hatten noch ein paar Sachen vor. Wir kommen nicht hoch. Es ist zu gemütlich und wir sind zu alle. Das war. Nee, ich glaube, das Giftige kommt genau von den Algen, aber jetzt auch nicht sicher. Red Tide ist eine eigene Algenblüte. Das hat so in dem Sinn nichts mit dem Kelb zu tun. Unfassbar kranker Tag heute. Oh! Kurzes Update von unserem Jägerbett. Es kommen jetzt überall so kleine Stöcke rein. Geil. Damit das quasi wie so eine Drainage ist. Es doch regnet, beziehungsweise damit wir von der Feuchtigkeit vom Boden wegkommen. Und dann wird hier alles schön mit Moos ausgestopft. Und vielleicht auch mit Zieder. Also mit den Blättern davon und mit Fichte. Und genau, dann damit ist das Wasser hier abfließt. Richtig gemütlich und weich. Was sagst du? Geil. Geil. Na, oh, wie so langsam schön. Sieht das hier wirklich schon nach einem kleinen Bettchen aus. Was meint ihr? Hier habe ich das Moos aufgelegt zum Trocknen. Oh, sieht gut aus. Jo. Hanna, einfach eine komplette Maschine. Weißt du, ich chill da immer noch auf dem Baum. Warum habt ihr es nicht breiter gemacht? Wir haben uns nebeneinander hingelegt und es hat perfekt gepasst. Zu breit wollten wir auch nicht, einfach wegen der Wärme. Je enger wir aneinander liegen, desto wärmer haben wir es. Und in der Nacht wird es echt ganz schön kühl. Baumstamm macht so einfach nichts, außer irgendwie, ich genieße voll. Und sie kommt an, einfach mit dem krassen Haufen hier. Weißt du, wie gut wir heute Nacht schlafen werden? Kuschelnd nebeneinander, guckend genau auf eine Plane. Leben gut. Ja, wenn er uns erschlägt, dann... Dann war's Schicksal. Ja, dann war's Schicksal. Wenn du tot bist, bist du tot. So, der erste Tag. Nee, der zweite Tag. 1 und 2 und ich kann schon nicht mehr zählen. Geht jetzt mittlerweile vorbei und ich zieh mal wieder mit meinen wunderschönen Motorradschuhen, wo ich ja überall durchgehüpft bin, meine Socken aus. Und können wir mal bitte festhalten, wie unfassbar eklig die aussehen und irgendwie so gar nicht mehr gesund? Fühlen sich aber noch voll gesund an. Also das ist... Wir alle Fußfetischisten. Fühlt sich noch gesund an.
stinken aber irgendwie hardcore widerlich. Wobei, nee, boah, nee, das sind die Socken. Jo, haut rein, gute Nacht und bis der nächste Wolf kommt heute. Tschüss. Ich habe ja auch meine Füße gefilmt. Meine waren wunderschön, weil ich hatte richtig geile Socken an. Nämlich Ride Socks. Und die waren richtig gut. Ist auch noch gute Nacht sagen, by the way. Gute Nacht. Socken machen extrem großen Unterschied. Also Socken sind nicht gleich Socken. Je nach Material und so weiter, es ist... Warum seid ihr schon so früh ins Bett? Es war, glaube ich, gar nicht so früh. Vielleicht war es 18 Uhr oder so. Und wir haben uns immer recht früh hingelegt und haben dann, wir haben dann immer das Material von unserem Tag angeguckt. Das war so ein kleines Ritual. Und ja, das war ziemlich cool. Vor allem, wir waren schon recht früh wach. Ich weiß nicht, wie lange die anderen geschlafen haben, aber ich war meistens schon so um 6 Uhr wach. Gut. Wie so ein Dealer-Päckchen. Anja hat Salz dabei. Na ja, klar. Haben wir was organisiert hier. Oh, ich stirb wieder, wa? So, hier ein bisschen Salz für die Elektrolyte. Ja, ist irgendwie geil. Man hat mal einen Geschmack, ne? Ja. Ja, war geil, dass wir Salz mitgenommen haben. Auch falls wir Fisch fangen. Selbst so hast du halt, also wir schwitzen ja auch wie Sau. Das ist krass, ne? Wir schwitzen wie Sau, deshalb ist es auch so nicht schlecht, wenn man hier und da immer mal wieder einen wegstippt. So, es geht wieder hoch ins Lager. Immer den gleichen langen, schönen Weg. Aber wir haben den nächsten freigemacht, habt ihr schon mitbekommen. Das ist ziemlich geil. Ui. Da läuft Gerrit schon, wir haben gerade eine Planke gefunden. Die werden wir noch mit hochnehmen. Da machen wir uns eine schöne Bank draus. Schön gemütlich machen. Wichtig. Wichtig für den Kopf, ey. Ist auch ein guter Weg. So, wir werden unseren Schlafplatz ein bisschen noch upgraden und mehr Zeugs draufschmeißen. Ja. Oh, unser Bett da jetzt drin, das wäre ja ultimativ perfekt. Damit das noch mehr isoliert von unten, gegen die Bodenkälte und einfach noch weicher ist. Vor allem hier in der Körpermitte wieder. Yes. Schön. So, wir haben jetzt die Wildkameras rangetan. Die haben wir gestern vergessen. Hier einmal hinterm Lager, falls was kommt. Und einmal voll frontal rauf da. Ja, mal gucken, ob was nachts kommt. Wäre geil. Aber irgendwie auch nicht. So, wir haben uns Bett fertig gemacht. Heute ist auf jeden Fall noch hell. Aber wir sind fertig mit der Welt. Wir sind völlig. Mhm. Gestern war auch nur. Da seht ihr, bei denen ist auch noch hell. Also du bist halt dann, wenn du nichts zu essen hast, nachdem du gebaut hast und so weiter, du bist halt einfach fertig. Und dann gehst du halt auch ins Bett. Ein halber Tag? Ja. Es ist so viel zu tun und so viel Kleinigkeiten und so. Mhm. Also ja, deswegen gehen wir jetzt pennen. Oh, Mücken sind auch am Start, deswegen schützen wir uns hier ein bisschen. So Leute, ich habe deswegen auf mein Handy geguckt, weil ich nochmal das wegen Red Tide und wegen Alge essen und so weiter gesehen habe. Ich finde tatsächlich nur, dass bei Red Tide eben Muscheln gefährlich sind zu essen. Aber ich finde nichts darüber, dass du dann keine anderen Algen essen darfst. Also ich denke, dass du andere Algen sehr wohl essen kannst. Und dass eben das Problem ist, wenn du Muscheln isst, weil die das halt aufsaugen. Welchen Platz findest du am leichtesten? Ich finde den von Fritz und Martin am leichtesten, da die am Tag 1 fließendes Wasser in eine Plane neben das Lager abfüllen können. Bis jetzt so am schönsten finde ich trotzdem den Spot von Knossi und Sascha. Wobei, eigentlich finde ich unseren Spot am geilsten, weil der ist halt, ich schaue den anderen, das ist zu Hause. Ich bin einfach noch müde. Alter Schwede, ey. Ist wirklich kräftezehrend alles. Man war auch zu erwarten, aber selbst zu erleben ist krass.
ist nochmal anders. Ja. Also an die ganzen Backseat Survivor da draußen, auch mal selber machen. Genau, yep. Macht's nach, Freunde. Ja, in diesem Sinne, gute Nacht. Guten Nacht. Bis morgen früh. Ja, ich melde mich auch mal mit meiner Kamera. Haben die einen geilen Sonnenuntergang. Oh, sieht das geil aus. Oh, hier so sitzen und dann den Sonnenuntergang zuschauen. Mega. Ja, zwar auch erst auf dem Abend, aber ich habe gerade tatsächlich Toilettenpapier gefunden. Nein, keine Angst, kein Toilettenpapier, was jetzt angespült wurde, sondern das hier wurde uns von den indigenen Einheimischen gezeigt. Das ist halt ultra samtig. Das ist rau, aber die Seite kannst du dir wunderbar zum Popo abwischen nehmen. Sehr, sehr geil. Fritz macht gerade da drüben eine kleine Erkundung, weil wir halt immer noch nicht geschafft haben, irgendwie einen Weg ins Landesinnere zu finden. Haben wir auch gerade beschlossen, dass wir morgen, nachdem wir was an Bären haben und Trinkwasser, dass wir uns dann ins Landesinnere irgendwie versuchen durchzuschlagen. Ah, bin ich gespannt. Weil wir die Vermutung haben, dass vielleicht auch noch ein See ist oder irgendwas. Aber zu 100% weiß man das nicht. Und ja, so schön der Strand auch ist, aber gegen 3 Meter große Wellen brauchst du keinen Angelhaken werfen. Das macht keinen Sinn. Aber schön ist trotzdem, das kann man nicht anders sagen. Ja, sehr schön. Ah, da ist Fritz. Genau so meinte ich das. Was habe ich gerade gesagt? Und genau so sitzen die da jetzt da. Oh, ist das geil. Wow. Also kommt jetzt so vom Ausblick mit Sonnenuntergang und so, ist das mein Lieblingsspot. Alter Schwede, ist das schön. Alter, schön. Also, sieht auch nur damit man mal ein Gefühl dafür kriegt. Wir können hier uns anlehnen. Also, hier wurde nichts geknotert, nichts verschraubt, sondern... Was findet ihr besser? Shelter von Fritz und Madin oder von den Naturensöhnen? Ja... Ihr seid euch nicht ganz einig. Ich kann mich auch gerade nicht entscheiden. Also so das Gestell und das Bett finde ich da schon gerade sehr geil. Aber da zieht es halt voll durch. Und bei den Naturensöhnen ist deutlich dichter. Da zieht halt der Wind nicht rein, was er hier halt schon tut. Nicht vernagelt, sondern einfach nur übereinander gelegt und eine kleine Auskerbung. Und ich lehne mich an hier. Ne? Also ich sitze wirklich ganz bequem. Der eine kann liegen, der andere kann sitzen, kannst die Beine auch noch hoch machen. Können auch beide sitzen, können auch beide liegen. Ja. Geil. Also. Ist stark. Also, wenn es wirklich nicht regnen sollte. Wollte ich eine Arschkarte machen. Ich muss jetzt sehr positiv denken. Ich gehe nicht davon aus, dass es regnet, weil der Himmel super klar ist. Ja. Boah, aber ich habe schon gehört, dass das beim Meer richtig, richtig schnell umschlagen kann. Und ist auch ganz anders aussieht als gestern Abend. Ja, wir gehen heute mal auf Risiko. Genau, weil die haben ja in der letzten Nacht da noch die Plane drüber gespannt. Also damit wäre das dann safe vor Regen. Fresh Ducks, du haben wir uns schon angeguckt. Ohne Folie. Ja, das ist übrigens unser View hier. Also da kann man auch einen schlechteren View haben. Ach, sieht das geil aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ist gerade für mich mit einer der schönsten Momente seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen. Kann auch sein, dass die Schmerztablette kickt, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Schmerztablette kriegt gerade ganz wild rein. Ich glaube auch, kriegt das richtig sentimental. Aber es hat doch nicht nur was mit der Schmerztablette zu tun. Das sieht doch auch mega geil aus. Die können auch mal stolz sein, was sie da gemacht haben und was sie für einen geilen Ausblick haben und so. Puh. Gut, das war's eigentlich schon. Ah, ja, erster richtiger Tag ist um. Hat schon Spaß gemacht, hier die Höhle, die Durchschlagübung.
die Durchsage. War schon cool, aber ich habe auch gemerkt, dass ich so einen Tag ohne Essen, ohne irgendwelche Medien, ohne alles. Wie viele Schmerztabletten haben die bei? Ich glaube, ist aber, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass Martin aufgrund von seinen Rückenproblemen, wegen Vorerkrankungen und so weiter, Schmerzmittel auch unabhängig von der Flasche mitnehmen durfte. Also ganz spezielle für seinen Rücken, kann das sein? Kann ich mir vorstellen. Was auch absolut gerechtfertigt ist, weil der hatte ja auch so einen Nierenwärmer mit für sein Rückenproblem. Müsst ihr Fritz fragen in seinem Stream, der weiß das. Alles schon sehr ziehen kann. Die ersten 3 Tage ist tough, richtig tough. Und wir haben jetzt gleich die 2. Nacht. Das heißt, morgen sind wir schon den ersten gefühlt 2 Tage hinter uns. Und die 3. müssen wir überstehen. Und glaub mir, ohne Quatsch, ab dem 4. spätestens kommt die Energie. Ich fand der Tag gigantisch. Wir haben gut gearbeitet, sehr gut. Mhm. Wir haben neue Ressourcen gefunden von Essen, Wasser, Material. Wir haben angefangen, eine Höhle zu bauen. Morgen geht's weiter. Wir bauen uns eine Schutzhütte, dass, wenn der Wetter knallt, das ist Nord. Ich stell mal vor, wir haben halt quasi dieser Wind und dann noch Schauern und Regen. Wenn die Winde vom da kommen, weißt du, wie es hier im Winter ist? Das ist so arschkalt. Das sag ich dir, hier geht nichts mehr. Aber gut. Jan, mega. Bam. Guter Start. Oh, bei denen sieht man Sonnenuntergang auch so schön. Für heute sagen wir erstmal gute Nacht und melden uns natürlich, falls das Wasser uns kriegt in der Nacht. Hoffentlich melden wir uns nicht mehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Boah, come on, der Spot ist schon mega geil. Da dieser Riesensee da hinten drin und diese offene Fläche. Also mich wundert es nicht, dass die noch nicht nach links oder rechts in diesen Dickicht gegangen sind zum Scouten. Heftiger Tag. Geht zu Ende. Nichts gefangen. Aber kein Problem. Aber wir filtern wieder Wasser. Wir haben Wasserfilter, wir haben es immer. Ich schneide es hier so rein, ja? Schneid ab. Pass auf, dass du mir ein Schienbein schneidest. Boah, wenn jetzt noch einer bei uns wegen irgendwas irgendwann mal sagt, dass das unfair war. Bei allen anderen, die ihre lange Unterhose hier abschneiden. Puh. Wie viel? Oh, nicht so viel. Das reicht. Da, ja, schon lang. Da runter. Das ist zum Wasservorfiltern. Ja, weg damit. Reicht es? Ja, das ist jetzt beschissen, Alter. Scheiße, ist zu wenig. Jetzt ist die Spannung weg. Na, das reicht. Aber egal. Ist die Spannung weg? Ja, Spannung ist weg. Für die Unterhosen, egal. So müssen wir auch schauen. Von Tag zu Tag gibt's weniger. Was soll denn bei euch unfair gewesen sein? Reden wir dann darüber, wenn es soweit ist. Ja, stimmt. Okay, Achtung. Filter. Ja, mit den Fischen sind wir sehr gespannt. Wirklich. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir wissen auf jeden Fall, haben wir jetzt rausgefunden, garantiert, dass da Lachse sind oder irgendwelche anderen Räuber. Reindrücken. Oh, fuck. Darum sind auch immer die Möwen da. Weil die Möwen die kleinen Fische fressen, die nach oben springen, die abhauen. Wir kommen nicht so weit raus. Warte. Ich muss noch mal. Die Möwen da. Ich war gerade abgelenkt von der Flasche. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir wissen auf jeden Fall, haben wir jetzt rausgefunden, garantiert. Dass da Lachse sind oder irgendwelche anderen Räuber? Okay, oder irgendwelche anderen Räuber. Okay. Reindrücken. Oh, fuck. Darum sind auch immer die Möwen da. Weil die Möwen die kleinen Fische fressen, die nach oben springen, die abhauen. Wir kommen nicht so weit raus. Ach, lange Route bauen. Ah.
Dann braucht man schwereres Gewicht. Haben wir heute noch das ultimative schöne Gefühl haben. Machen wir uns eine schöne, fette Brühe. Oh, fürs Gefühl. Einen Shot. Fette Brühe, kleines Feuer. Wir haben wenig Zeit, die Sonne geht gleich unter. Wie kochen die Wasser ab? Weil die meinen fette Brühe. Fürs Gefühl. Fürs Gemüt. Haben wir uns verdient. An Tag haben zwei. Verdient. Fürs Gemüt. Eine Hiobsbotschaft haben wir noch. Unser geiler Filter. Nach einem Tag geht der nicht mehr. Verstopft. Einen einzigen Tag. Der hat so viel Platz gebraucht, schau. Der Sommer. Hätte ich eine Forelle mitnehmen können, weißt du? Ja. Was zu essen, stell dir vor, Riegel. Kinderschokolade, stell dir vor, zwei Stück. Ja. Drei. Boah, aber wehe, wir Frauen hätten das Teil als Filter mitgehabt, ne? Wenn die schon bei unserem Stahlrohr so gute Kommentare abgegeben haben, ne, Sascha? Kinderschokolade. Großer Kinderriegel und Duplo. Größe. Stell dir vor, Sascha. Bei mir steht jetzt an, Bett vorbereiten, alles fertig machen. Boah, aber blutet ganz schön nach. Für uns und schauen, dass wir heute mal eine gemütliche Nacht haben. Ja, hat schon gut nachgeblutet. War heute nicht leicht, sage euch. Einfach diese, wenn man nichts zu fischen hat, alles, was man geplant hat, einfach nicht funktioniert. Stundenlang probiert. Ach, ist halt dann schade. Aber wir bleiben motiviert, wir bleiben optimistisch, sehr wir schaffen gut, das. Sehr gut, wir haben einfach wichtig. Eine unfassbare gute Laune den ganzen Tag. Ja, das müssen wir uns beibehalten. Die hätten ja auch einfach Niklas kontaktieren können. Es haben sich mehrere Teams bei Niklas gemeldet, aber wir waren die einzigen, die es dann wirklich mitgenommen haben und wirklich mit Niklas in Kontakt geblieben sind. Ich glaube, das schaffen wir. Wir sind richtig am Arsch gerade. Oh, der hat ein Mückennetz. Okay. Gesagt, wir sparen jetzt lieber unsere Kräfte einmal. Und morgen ist ein neuer Tag, neue Action. Auch wenn wir jetzt nicht beim Thema Fisch irgendwie weitergekommen sind, wir geben nicht auf. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach da morgen nochmal mit einem frischen Kopf ran. Machen uns nochmal einen Schlachtplan, vielleicht nochmal ins Meer, nochmal hier dies und das, mal gucken. Einfach in diesem Tümpelgewässer mal eine Troutline reinlegen, ey, wer weiß, was passiert. Oder wir kriegen es irgendwie hin. Ansonsten machen wir einfach Wasserfasten 14 Tage lang, dann ist es so. Wir machen es irgendwie. Bei Reactions von allen Teilnehmern auch lustig finde, ist, dass jeder die Nachteile von seinem Platz sehr genau kennt, aber bei den Plätzen von den anderen natürlich die Dinge sieht, die man gerne gehabt hätte, aber wirklich bei allen Teilnehmern. Also ich möchte mit niemandem meinen oder unseren Platz tauschen. Irgendwie morgen ist ein neuer Tag. Let's go. Macht's gut, Freunde. Bis morgen. Gute Nacht. Ich werde morgen übrigens wieder nackt sein und baden. Geil. Ciao, ciao. Was heißt wieder? Haben wir das gesehen? Warte, ich muss überlegen. Also Freunde, wir wollten mit euch noch mal ein bisschen über die aktuelle Nahrungssituation sprechen. Wir haben uns im Vorfeld natürlich viel Gedanken gemacht, was kann man machen, was packt man in die Flasche. Ich habe ja auch online oft gesagt, dass der Fokus ganz klar auf Nahrung liegt. Der Fakt ist folgender, wir haben aktuell keinen See, mit dem wir irgendwas anfangen können. Wir haben ein fließendes Gewässer, in dem allerdings kaum was drin ist, kleine Minifische. Wir haben das Meer, wo wir diese Tidebecken haben, wo auch nur ganz, ganz kleine Minisachen drin sind. Ansonsten große Wellen, also ist alles nicht ganz so optimal. Und? Ja. Ja, wichtig, das noch zu sagen ist, wir haben halt auch kein Niederwild gefunden. Das heißt also keine Hasen, keine Eichhörnchen, keine Mäuse, keine Ratten, nichts dergleichen. Kein also, Fuchs, kein da- also hier ist... Was heißt nicht gefunden? Keine Spuren, keine Losung, keine Bauten, keine... Nichts gesehen. Also bisher haben wir im Endeffekt, wir wissen, dass es ein Wolf ist. Genau. Oder mehrere sogar. Und wir haben ein paar Weißkopfadler oder sowas gesehen und Otter im Wasser. Aber wo Wölfe, irgendwo muss es Nahrung geben. Also das sind so die größeren Sachen. So. Ja. Alle diese drei Sachen dürfen wir sowieso gar nicht jagen. Genau. Würden wir auch nicht wollen.
Ja, das heißt zum Beispiel auch den Draht für Schlingfallen, den wir dabei haben, es ergibt gar keinen Sinn, ihn hier random einfach aufzustellen, sondern du machst es ja vor einem Bau oder weil du welche beobachtest. Wir haben die Zwillengummis dabei, um aktiv jagen zu können. Auf Squirrels, Eichhörnchen, ne? Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Das ist echt ein Problem. Also die zwei haben sich ja auch sehr mit dem Jagen auseinandergesetzt und ich glaube, sehr viel das trainiert. Und das habe auch ich gemacht, aber die können halt nichts jagen. Das stimmt. Also du gehst ja nicht nur davon aus, dass du, also im Vorhinein, als du dich dafür vorbereitet hast, gehst du ja natürlich nicht nur davon aus, dass du dich nur vom Wasser ernährst, sondern eigentlich gehst du ja mit der Einstellung rein, dass du eventuell auch was anderes erlegen könntest. Also es gibt in Kanada nämlich zum Beispiel diese Raufußhühner, die wären halt richtig geil. Auch alles nicht da. Oder, ne, was noch oft gemacht wurde bei Alone zum Beispiel, waren diese Rebhühner. Ja, genau, Rebhühner, auch nicht. Nichts davon, gar nichts. Also unsere große Vermutung, und deswegen ist das so ein bisschen unterschiedlich zu dem, was wir jetzt so aus Kanada und auch aus Vancouver Island kennen, von diversen Survival-Serien, was ihr auch gesehen habt, ist, dass wir hier wirklich ausgelagert an der Pazifikfront sind. Genau. Und das hier einfach komplett anders ist. Wir sind nicht im Inneren von Vancouver Island, in irgendwelchen Fjorden und so. Genau, das ist, Petticoat ist ja das, was gerade auch Fritz erklärt, dass wir eben an der Küste sind und ich glaube, sehr viele haben einfach nicht damit gerechnet, dass wir am Meer sind, sondern viele dachten auch, dass weit und breit kein Meer vielleicht sein wird. So weiter, wo natürlich auch Ebbe und Flut ist und das Meer reinkommt, sondern wir sind komplett an dieser Frontlinie, wo die dicken 3-4 Meter Wellen hier reinknallen und dadurch sich vielleicht eine andere Vegetation bildet. Unser Plan für morgen, wieder Süßwasser ready machen, Stellnetz kontrollieren, Langleine kontrollieren, Bären sammeln. Ja. Und dann wollen wir tatsächlich uns versuchen, nochmal ins Landesinnere weiter reinzuschlagen, was bisher super, super schwierig war. Wir haben ja hier hinten quasi so einen Wald, wo wir auch unser Material rausholen. Und da wollen wir versuchen, nochmal weiter reinzugehen. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die uns einfällt, um überhaupt noch andersweise mehr von den Bereichen zu sehen. Weil wir sind gefühlt sonst wieder abgeschnitten. So. Egal, wo wir rein wollen, es sind 3-4 Meter hohe Büsche. Und das ist die einzige Möglichkeit, ins Landesinnere vorzudringen, um eventuell dort neue Nahrungsquellen zu erschließen. Ob das funktioniert, keine Ahnung, aber es ist schwierig aktuell, was die Nahrungssituation angeht. Ja. Der Rest, muss ich sagen, ist top, fein. Top, ja. Ja, es ist nur die Nahrung, die ein bisschen schwierig ist, aber sonst geht's. Ja, ich schließe mich dem an und sage gute Nacht. Ja, Ende von Tag 2, gute Nächte. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Tschüss. Außer der Wolf kommt noch, dann schmeiß ich nochmal an. Hat irgendwer in der Nacht das gehabt? Oh oh. Ja, ich würde mich immer aus der Sturmfront. Fritz versucht gerade in Unterhose so ein bisschen die Verästelung noch wegzumachen, weil wir wollen die Folie rüberspannen. Haben aber natürlich in unserem guten Glauben nicht daran gedacht, dass es doch eventuell einen Wetterumschwung geben kann. Den gibt es gerade. Scheiße. Ich habe so das Gefühl, wir sind halt voll drin, ne? Voll so in so einer Wolke. Also man muss halt fairerweise sagen, jeder denkt sich so, ey, seid ihr dumm? Kann doch immer anfangen zu regnen. Ja. Vielleicht hat man vorher sich mal einen Wetterbericht angeguckt und im Wetterbericht stand, dass es eigentlich nicht regnen soll. Fritz Martin, wie gut ist denn der Wetterbericht so bei uns in Deutschland, Österreich? Oh, das ist halt, also ich stelle mir halt mehr so vor wie am Berg. Da kann halt alles passieren. Du musst auf alles vorbereitet sein. Aber gut, ja, man wollte quasi vielleicht einen kleinen Schummler machen und kriegt jetzt die Retourkutsche dafür. Deswegen fangen wir jetzt an, nachts um 2, um 3 in Unterhose im Regen an einem Shelter zu arbeiten. Ich stelle nur. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so voll nimmt, wie das hier. Ja, ein bisschen. Geht. Oh, ist da ein Tier? Also man sieht es schon. Vorher hat man bei Martin und so gesehen, wie ein bisschen Gischt oder so bei seinem Gesicht vorbeiging. Aber hier ist doch ein Tier, oder? Also, das Ganze ist jetzt ein bisschen improvisiert. Ich
ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber wir sind quasi in einer Wolke, so fühlt es sich an. Es ist alles klitschnass, es ist kein klassischer Regen. Und diese Wolke kommt halt hier rein und dadurch regnet es dann auch von den Bäumen ab, weil es jetzt überall niederschlägt, sag ich mal. Die Folie ist jetzt halbwegs improvisiert. Es kommt ja, die Augen sind von Spinnen, reflektieren das Licht. Ja, aber das war ja deutlich größer als eine Spinne. Danke, also das Spinnen, das auch machen, ist also schon klar, aber das sah ja riesig. Also ich finde schon, dass das groß aussah. Von der Größe her eher wie ein Vogel oder so. Die Wildkamera, aber das war ja voll weit oben beim Baum. Und guck mal, wie Wind runter, ihr seht hier, wie die sich aufbauscht. Boah, scheiße. Wir hoffen, dass sie hält. Es ist schon alles klitschnass, von innen, von außen. Oh, scheiße. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Risiko eingehen und gucken, ob die das überlebt oder nicht, weil eigentlich war die als Zwischenschicht gedacht, dass wir einen kompletten Shelter bauen, ein komplettes Dach, das ein bisschen abdichten, sag ich mal, mit Moos, was wir hier überhaupt nicht haben. Boah, und scheiße. Ordentlich. Dann die Folie rüber und wenn dann nochmal abdichten. Wenn die Schlafsäcke komplett aber, nass wären. Ja, haben wir bisher nicht. Das ist bisher einfach nicht machbar gewesen zeitlich. Und ja, das ist jetzt die improvisierte Situation. Wir gucken. Oh, vor allem, es tut mir leid, gerade bei den zwei, die ja mental durch das Ganze, was davor passiert ist, mit dem, ja, ich würde mal sagen, schlechtesten Mindset gestartet sind, einfach weil die diese ganze Thematik davor so krass mitgenommen hat und dann einfach schon so eine negativere Stimmung einfach war, dann noch mit dem Rücken von Martin natürlich, das hilft halt auch nicht dabei, mit dem Wolf und jetzt ist genau bei denen ein Sturm vom Meer. Kannst du dir nicht ausdenken. Ob es funktioniert, ob die Folie flöten geht und wie wir die Nacht überstehen, keine Ahnung. Alter Scheiße. Ich hätte mir gerade so. Ich hätte mir einfach die scheiß Wände so weggelassen, einfach weil ich das Dach nicht gebaut habe. So. Aber hätten wir auch noch nicht geschafft in der Storm. Nee, glaube ich auch nicht. Ich hab richtig Baller, dass die Folie nicht hält, ich sag dir, wie es ist. Oh, dass sie einfach Gott. Reißt irgendwo. Weil der Wind einfach zu stark ist. Ja. Ja! Life is learning. Ja. Also Schlafsack ist auch schon komplett voll. Ja. Als Klitschnass. Also mit einem richtigen ordentlichen Tarp kein Problem. Ich denke, diese Dyneema-Folie zum Beispiel von Max und Sumatra. Ja, die hält auf jeden Fall. Die wird nicht groß genug sein, schätze ich mal. Ja, ich glaube, da sagt der Fritz was Richtiges. Da wusste er noch nicht, dass wir auch so ein geiles Dyneema-Tab mit haben. Dass du richtig geschützt bist, aber da hast du nicht das Problem mit dem Wind. Aber ist egal, wir können es nicht ändern. Wir passen uns der Lage an und versuchen uns besser draus zu machen. Folie auch richtig laut, wie soll man da schlafen? Ganz ehrlich, draußen finde ich das ganz angenehm, wenn man so ein lautes Ding hat. Das ist voll beruhigend. Klingt jetzt doof, aber ist manchmal so. Und ich glaube, die haben da gerade echt ein anderes Problem als die Lautstärke von der Plane. Boah, krass, wie neblig das da ist. Sind die an dem Tag extra mit der Drohne rausgefahren, damit die das filmen können? Oh Gott, Scheiße. Alter, es ist alles nass. Alter. Aber Fritz ist noch trocken, das heißt, der Schlafsack hat ein bisschen das Wasser abgehalten. Das heißt, er dürfte nicht ganz nass sein, sodass die Feuchtigkeit, also die Nässe richtig durchgegangen ist. Leute, ich wollte eigentlich nur schnell pinkeln gehen. Aber ich muss euch ganz kurz mal zeigen, wie es hier draußen aussieht. Am Meer. Holy moly! Alter! What the hell? Vor allem jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt eine Notsituation ist, die können ja nicht mal gerettet werden, oder? Also,
Klar, wir wissen, dass die auch per Land die retten können. Aber wenn es jetzt nicht so wäre, bei dem Wetter kann ja hier auch kein Heli landen. Und mit dem Boot kannst du ja auch vergessen. Oh, krass. Eben, der Heli wird da nicht landen, ne? Oh, da ist was angeschwemmt worden. Aber jetzt mal, unabhängig davon, wie jetzt die Nacht war, einfach so jetzt ist die Stimmung richtig geil. Ah, so gefällt mir das schon richtig gut. Sichtweite 100 Meter. Naja, es geht mir eher um diese fetten Wellen mit dem Boot. Die hatten ja davor schon ein paar Mal Probleme, dass die wo mit dem Boot nicht anlanden konnten. Wie willst du das bei dem Wellengang machen? Krass. Ja. Erstmal ein Strollerchen. Wir pinkeln immer übrigens hier in den Eingang zu unserem Shelter. Zur Abwehr vor wilden Tieren. Bisher hat's geklappt. Boah, ist das rough, ey. Also ich war jetzt gerade hinten im Wald, da ordentlich was rausgeschnitten. Ich habe hier so Hüfthöhe Stämme geholt, um damit die Plane leicht zu beschweren. Plane, damit hier nicht mehr dieses Wasser reinfließt, das Ganze ein bisschen stabiler ist. Vorne pfeift es natürlich immer noch ordentlich, aber das Ganze sieht jetzt schon deutlich besser aus. Ja. Ist natürlich nur eine ganz schnelle improvisierte Lösung, aber besser als nichts. Auch hier nochmal. Ja, jetzt ist die Plane ein bisschen straffer. Hilft das Pinkeln wirklich oder lockt das eher an? Bei der letzten Folge stand eine Info, dass das wissenschaftlich nirgends festgehalten ist, ob es hilft oder nicht hilft. Oder das Gegenteil bewirkt. Zick. Und eine Sache haben wir gerade festgestellt, und jetzt verstehen wir auch ein bisschen Natur hier. Und zwar hat man an der Frontseite zum Pazifik, an der wir sind, quasi ja, so die ersten 50 bis 100 Meter überall so völlig verkrüppelte Zedern stehen, die ihr auch hier im Hintergrund seht. Und danach. Ich glaube, er meint Cedar. Cedar, nicht gleich Zedern. Zedern im Deutschen ist was anderes als die Cedar im Englischen. Die Cedar ist übersetzt nämlich eine Tuje. Zedern ist was anderes. Aber ich glaube, er meint einfach die Cedar. Ach, sind die Bäume irgendwie gerade. Das liegt daran, dass durch den Wind und diese Wolken, die ihr seht, das ganze nasse Zeug hier reingespült wird, Salzwasser und so weiter, und die deswegen so krüppelig wachsen. Und dort hinten, wo ich gerade die Bäume rausgeholt habe, da regnet es gar nicht. Da sieht es deutlich besser aus. Oder ist es sehr dicht? Worauf ich hinaus will, ist, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir auf so einer großen Insel hier sind und Teams auf der anderen Seite sind, ja, die Seite, die zu Vancouver, zum Festland, sage ich mal, zur großen Insel, ausgerichtet sind, dass die überhaupt nicht so eine Situation haben wie wir. Da ist vielleicht ein bisschen bewölkt, aber da ist es weder so windig noch so regnerisch. Aber wir müssen natürlich einfach mit den Gegebenheiten klarkommen, die wir hier haben. Kann man das Wasser nicht einfangen vom Dach oder ist es salzig? Also so wie es Fritz gerade erklärt und wenn das alles vom Meer kam, schätze ich, dass es salzig ist. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000 Produkte von Superfoods bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern ohne Umwege und die Qualität ist einfach top. Probiert es selbst und nutzt dafür den Rabattcode 7WorldsWide, damit spart ihr 5% aufs komplette Sortiment und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr euch die Werbung angeschaut habt und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, das ist halt die Frage, hat's da geregnet oder war da einfach so ein heftiger Wind und so weiter, dass den die Gischt halt reingedrückt hat? Wind vom Meer, ja, ich glaube nämlich auch. Also, Leute, ganz ehrlich, ich kenne Martin jetzt seit über 10 Jahren. Dem geht's gar nicht gut. Dem geht's richtig, richtig beschissen. Hatte gerade schon wieder Tränen in den Augen, aber will das natürlich vor der Kamera nicht zeigen. Und der ist
körperlich, glaube ich, gerade richtig, richtig am Arsch mit seinem Rücken. Krepelt sich dann ab, irgendwie ist ständig was taub. Und das schlägt sich, glaube ich, auch krass auf die Psyche nieder, weil er natürlich wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen hat jetzt. Deswegen ihm hier irgendwie eventuell ein Abbruch bevorsteht. Aber es ist sehr glitschig heute. Oh, die zwei. Kann das sein, dass das Wasser bis hier oben war? Hä? Das muss hier oben gewesen sein. Dann ist safe eine Wildkamera weg. Hab ich gesagt, es ist halt Sturmflut. Wir haben es gestern die ganze Zeit beobachtet. Wo ist der tiefste Punkt, wo ist der höchste Punkt? Die letzten zwei Tage war das Wasser... Da war das 20 Meter weiter unten. Klar, du siehst ja hier die neue Kante. Und die, guck mal, hier sind keine Spuren mehr. Wenn wir Pech haben, sind sogar beide Wildkameras am Arsch. Haben die Wildkamera auf so einen losen Baum dran gemacht? Weil sie haben ja die Kamera nicht einfach so hingestellt, oder? Die werden dann auf so einem Treibholz und das wird wieder weggeschwemmt sein, oder? Ja. Wir haben es extra beobachtet, ausgecheckt, wann ist Ebbe, wann ist Flut, mit ein bisschen Puffer, bis wo kommt das? Alter! Alter, ist da das Wetter krass. Aber guck mal, da ist auch, da hängen halt auch die Wolken und alles. Da hinten halt richtig extrem. Aber da ist halt nicht so Nebel und so. Das ist nicht ganz so dicht. So, das ist Tag 3. Ah, okay, aber bei denen sind ja auch Tropfen am Tab. Tag 3, Nacht war wie folgt. Bist du? Die Aufnahmen wurden zuvor gemacht. Ja, stimmt, das war jetzt dumm von mir. Es hat so unglaublich starker Nebel. Es hat die komplette Plane von innen feucht gemacht, sammelt sich krass da oben und tropft innen ab, wie so ein Taufanggerät. Romatras Schlafsack, zeig mal deine Füße vom Schlafsack. Romatras Schlafsack ist klitschnass. Ja, das ist die normale Farbe von dem Schlafsack, das ist aber auch schon angefeuchtet. Und hier unten ist er komplett nass. Scheiße. Heilige Scheiße. Komplett nass. Dann haben wir uns orientiert mit dem Baumstamm oben mit der Isomatte, das ist aber auch ein Fehler. Es ist in der Nacht, mich jetzt noch schlimmer erwischt, hier runter getropft, die ganze Zeit, also es ist richtig viel am Tropfen, geht auf die Isomatte und läuft dann einfach so nach innen zu meinem Schlafsack. Meine Isolationsjacke ist nass, meine Regenjacke ist nass, ein Schuh ist nass, die Handschuhe sind klitschnass, die kann ich gefühlt nicht anziehen, die Arbeitshandschuhe. Also wirklich, jetzt hätte ich sie unter Wasser gehalten. Ja. Wir müssen noch ganz doll hoffen, dass es bei allen Teams geregnet hat. Dass heute oder so halt die Sonne noch mal rauskommt. Die Flut, dass wir unsere Sachen trocknen können. Also die Sturmflut. Und das ist krass. Aber wenn es regnet, ist das top. Aber die sind halt, man muss halt auch sagen, die sind jetzt komplett ungeschützt vom Wind oder irgendwas. Also dass die da halt voll reinpfeift, ist klar. Bei Martin und Fritz dachte ich mir schon, dass es deutlich geschützter ist, weil die so in diesen Salalbären sind. Aber vielleicht nach vorne hin auch nicht ganz geschlossen, das weiß ich jetzt nicht. Aber hier trifft sich halt volle Welt, also voll, voll. Super, aber es ist halt einfach ein fucking Taufänger. Was aber geil hier draußen in der Wildnis ist, dass ihr nur die Hände nicht wäscht. Weiß auch nicht, ob wir die Hände in dem braunen Fluss waschen wollen. Wenn man jetzt aus der Hand isst, sind da keine Viren oder Bakterien von irgendjemandem, der vor dir im Bus die Busstange angefasst hat oder im Flugzeug oder so. Alter, hier ist... Wow! Was? Wie konnten wir die nicht sehen? Frische Tierspuren, die kamen nach. Das Wasser war heute... Wir hatten Riesenwellen. Das Wasser war nicht so hoch, aber da waren teilweise so 6 Meter Wellen. Bis hier vorne ging das Wasser. Die Wellen, es kam auch neues Treibholz. Und dahinter... Das muss eben gerade gewesen sein. Das ist eben gerade gewesen, nachdem das Wasser zurückgegangen ist. Holy shit, das ist krass. Aber es ist voll spannend. Der
setzt auch, also ist ein Wolf, setzt auch ein Bein vor das andere. Im Winter kann man ja richtig cool Spuren lesen lernen und so weiter. Und ein Fuchs, da kennt man die Spuren auch so, dass es so eine gerade Linie ist, weil die halt so ein Bein vom anderen setzen. Sieht recht ähnlich aus wie jetzt die Wolfsspur hier. Muss ja Wolf sein. Boah, wie geil die den hätten filmen können, weil den hätten die ja richtig lang hier am Strand gesehen. Tuja ist doch Lebensbaum. Genau. Die Tuja ist der Lebensbaum und heißt auf Englisch Red Cedar. Das ist das, was gegen Mücken und so weiter hilft. Zeder mit Z ist was anderes. Zedern. Ich weiß nicht, wie die auf Englisch heißen. Auf jeden Fall ist Zedernholz und Tuje nicht das gleiche. Was ist das? Das sind Pfoten, das ist ein Wolf. Da ist ein Wolf lang gelaufen, wenn wir geschlafen haben. Nein! Das muss vor einer Stunde gewesen sein. Das Wasser ist da, oder vor 2 Stunden. Hier habe ich geschlafen. Ein einziger Wolf? Ja, aber es sind ganz klar Pfoten. Oh. So Leute, wir sind jetzt nur von unserem Shelter im Sand hierher gegangen. Sogar bergrunter. Das war so krank anstrengend. Bei uns beiden im Übelherzrasen, bei den kleinsten Aktivitäten. Wir sind jetzt, glaube ich, energietechnisch komplett leer nach der ganzen körperlichen Arbeit, die wir hier in den ersten 48 Stunden gemacht haben. Das ist auf jeden Fall krass. Aber gut, das wussten wir. Aber ich finde es auch ziemlich geil gerade, weil den Modus wollte ich. Den Modus wollte ich rein. Das ist ultra glatt hier, pass auf, ne? So, wir haben jetzt hier, es ist immer noch scheiße neblig. Wir können nichts trocknen, alles ist nass, aber wir bauen jetzt den Shelter weiter. Wir haben jetzt diese Wand hier. Wir haben hier Stöcke festgebunden. Max hat die hier in die Erde eingebuddelt. Zack. Richtig schön tief. Richtig schön tief. Dann machen wir uns den Sand zunutze. Ja, der Sand ist zwar eigentlich richtig scheiße zum Laufen, aber wenigstens zum Bauen ist er nicht schlecht. Und jetzt lehnen wir dieses Teil hier da dagegen. Und dann haben wir eine wasserdichte Wand. Komplett. Los. Mhm. Geil. Ist jetzt nur gegen Nebel, wenn es regnet, ne? Es geht hier rauf, fällt hier runter, fällt jetzt hier hin und geht dann nach außen. Aber und fällt jetzt nicht von hier direkt Seite? Mit dem Wind noch ein bisschen in den Shelter rein. Das ist geil. Und auf der anderen Seite sogar noch besser, weil da ist unser Tarp ein Tick niedriger. Okay. Das haben wir uns entschieden, weil da die See ist. Von oft kommt da der Wind oder der Regen. Und hier ist jetzt richtig geil. Schlau. Also das ist für die Seiten top. Jetzt ist noch unser Kopf ein bisschen nass geworden und unsere Füße vom Schlafsack. Aber ich... Genau. Also egal wie doll es regnet oder egal wie neblig das ist, hier tropft es halt runter. Dass wenn wir diesen ganzen Bereich hier mit Naturmaterial komplett regenfest machen, alles. So, Leute. Zedern mit Z-E-D-E-R-N ist eine eigene Gattung. Und die Tuja, die auf Englisch Cedar, Red Cedar heißt, die Tuja ist auch eine eigene Gattung, Lebensbäume. Also es sind 2 verschiedene Arten. Soll ich jetzt für euch googeln? Da, der Riesenlebensbaum, die Tuja, gehört zum Beispiel zu den Zypressengewächsen. Verbreitung, genau, Kanada und so weiter. Nordamerika. Die Zedern gehören aber zu den Kieferngewächsen. Vorkommen ist eher Mittelmeerraum. Okay? Ich glaube, das Problem ist, dass Zeder mit Z, das deutsche Zedern, auf Englisch auch Cedar heißt. Und deswegen da Verwirrungen sind wegen der Red Cedar. Genau, die englische Übersetzung verwirrt da extrem. Philipp, du brauchst dich nicht entschuldigen, ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher. Deswegen habe ich jetzt nochmal nachgeguckt.
Die Zedernarten mit Z kommen im Mittelmeerraum, Himalaya und so weiter vor. Ja, ich will jetzt auch nicht einen Blödsinn erzählen, deswegen habe ich es nochmal geguckt. Also die Zedern mit Z gehören zu den Kieferngewächsen, lateinisch Cedrus, und der Riesenlebensbaum, die Riesentuja, also die Cedar gehört zu den Zypressengewächsen, eben Tuja plicata und so weiter. Sehr gut. Haben wir wieder was gelernt. Jetzt aber weiter. Wirklich alles hier würde sich trotzdem hier halt irgendwann Regen drin sammeln oder Tau und hier runter tropfen. Das kriegen wir nicht weg. Aber das ist okay, dann schlafen wir in Embryostellung, ein bisschen ranziehen. Das wird immer noch regensicherer sein als bei den anderen Teams, sag ich. Knossi und Sascha haben keine Folie dabei. Bei dem Wetter. Das ist so krank. Ich will so doll wissen, wie es denen geht. Na, dann wird's jetzt wohl zu denen geschalten. Tag 3. Ah, aber drei, auch ja, neblig und bedeckt, Tag ne? Drei. Es ist schon bald vorbei. Boah, stellt euch vor, die wären jetzt da, wo Fritz und Martin sind. Alter, die wären komplett nass. Einfach, da wäre alles nass. Und du kannst dir nicht mal richtig geil Feuer machen, um alles zu trocknen. Tage sind vorbei. Ja, ist krass. Wir haben immer noch ohne Dach geschlafen. Hey, ich finde es super, super, super gemütlich. Ich schlaf gern neben dir. Ich schlafe auch gerne neben. Man fühlt sich viel sicherer zu zweit. Zu zweit, muss man auch an der Stelle sagen, ja, ist ganz andere Nummer. Ja, es ja, ist so mega. Da berührt man sich nachts. Ich spüre dich, wenn du dich umdrehst, denkt man so, super. Ich spüre Wärme. Ja, ich spüre auch Wärme. Da seht ihr den Grund, warum unser Bett so eng war. Hauptsache, ich spüre deinen Schniedel nicht. Ja. Aber hier schon mal, hier noch nicht gehabt, ne? Mhm. Ja. Du? Ja. Halb. Ich will dich nicht beunruhigen, aber ich guck runter, es ist neblig, diesig und die Flut war anscheinend da und hat hier Zeug vorgespült, bis, ich sag mal, 5 Meter vor unseren Shelter, ein bisschen tiefer aber, diese ganzen Algen und das ganze Zeug. Der Baum da vorne, auf dem ich gesessen habe schon, der ist bewegt worden, der ist, alter Sascha, das war wirklich bis hier vorne, bis vor unseren Shelter. Krass. Ist den Baum anschaust, wir können doch nicht hier, wir werden doch hier nicht weggespült. Wir bauen das ganze Shelter heute, ready, finishen das Shelter und dann... Aber die sind ja schon recht oben. Das wär mal wieder klassisch. Hätten wir einen Notfallplan, wo wir hinziehen? Ja. Wo? Rein ins Paradies. Aber... Da ist wahrscheinlich auch jetzt schönes Wetter schon, da hinten. Das Problem ist, du kannst ja wirklich das Genick brechen, wenn wir mit dem ganzen Zeug dahin wollen. Du kannst ja wirklich alles brechen. Ja, da müssen wir 30 Mal gehen, ne? Verdammt. Aber schön, wir sind da. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, das Meer ist heute ganz anders. Es ist wirklich neblig. Ich zeig's euch gleich. Ja, ich geh gleich mal runter, zeig's euch. Aggressiv. Und freue mich einfach aber wieder. Wenn wir diesen Tag wieder geschafft haben, haben wir wieder einen geschafft. Ja, ist so. Guck dich das mal an hier. Einiges schon gefällt da vorne. Einige Stücke sind hier. Jetzt sagt Sascha, der stört uns. Guck dir diesen Baum an. Alter, riesig. Oh mein Gott, Sascha. Könnt ihr da jetzt alles davon verarbeiten? Das ist ja riesig. Das ist eine krasse Nummer. Das ist eine harte Nuss. Dieser Baum. Boah, krass. Wenn der weg ist, Sascha. Dann haben wir Platz. Aber in welche Richtung fällt so ein Baum? Dann da frei und dann kippt man so rüber. Da reinkippen. Da nach unten, oder? Nach unten. Der bleibt halt überall hängen, gell? Der hat ja auch eine Krone. Boah, der ist riesig. Boah, würde ich nicht killen. Mmh. Alter Schwede. Was Leckeres ist das. Holzspäne. Was machen die damit? Hey, ich sag's euch, es ist anstrengender, als man es denkt. Wir sind ja auch schon 3 Tage jetzt, dieser dritte Tag hier, gell? Wir hätten so einen großen Baum mit sehen dürfen. Ja, du hast es. Der muss weg. Der wird fallen. Hoffentlich hat mir aufs Hören. Boah, die Säge ist danach fast da. Fällt. Geh weg. Oh Gott, nämlich irgendwo hin. Geh rüber.
irgendwo hin. Das ist doch unser Shelter. Shit. Alter. What the fuck? Boah, perfekt. Er liegt im Fluss. Ja. Perfekt. Er liegt im Fluss, verdammte Kacke. Boah, shit. Scheiße. Boah, das hätte richtig in die Hose gehen können, gell? Das sage ich euch. Liegt im Bach. Nicht schlimm. Jetzt ist er weg. Jetzt hast du den Baum weg. Jetzt haben wir noch viel mehr Platz bei den Beinen und können auf einer Ebene bauen hier mit den Stöckern. Und so haben wir eben alles auf einer Ebene gerade. Und nicht ein Stamm, der so unten nach unten geht. Naja, und okay. Super. Jetzt bauen wir uns richtig dicht. Ich bin gespannt, was Paulina dazu sagt. Wir haben viel, viel Zeit hier auf der Insel. Sehr viel, Sascha. Nur, wenn ich so nach oben schaue, ja, wir wissen es nicht, wie lange wir Zeit haben für den Regen. Das ist das einzige Problem. Ja, die haben sich jetzt auch ein bisschen ihr Dach damit zerstört, ne? Gar kein Stress. Ja, überhaupt nicht. Heute beginnt der dritte Tag. Der Wetter hat... Es wird kein Fass aufgemacht, wegen dem, dass die einen Baum umschneiden, sondern dass es gefährlich ist. Die können... Also, sollen sie einen Baum umschneiden? Also, darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht darum, dass es so schlimm ist, dass die einen Baum umnieten, sondern dass es echt gefährlich war und die einfach Glück hatten und so ein großer Baum halt nicht sein muss, aus Sinn, also vom Sinn her, das einfach echt gefährlich ist. Hat sich geändert, wie man sieht. Wir haben viel Nebel, es hat die Nacht auch ein bisschen geregnet. Priorität heute ist unsere Unterkunft zumindest halbwegs fertig zu bekommen. Die Höhle, die wir bauen, tiefer davor. So eine Art die Veranda, Hölle bauen sie, ja, ja. Dass, wenn das Wetter jetzt noch schlechter wird, dass wir da auf jeden Fall in Sicherheit sind. Und dann Alter, ist das auch Wetter überall krass. Feuer. Ich kann mich heute daran wird hart gar gearbeitet, nicht mehr aber erinnern. Wir müssen das durchziehen. Wir müssen uns jetzt sichern. Gestern Abend hatten wir Sturm. Das Wasser ist bis auf 5 Meter von uns, wenn überhaupt, hochgeschossen. Das hätten wir nicht mitgerechnet. Ansonsten muss ich sagen, die Stimmung zwischen Jan und ich ist ganz gut. Es gibt keine Probleme bis jetzt, Gott sei Dank. Und wir arbeiten gemeinsam. Es wird von keiner von uns gejammert. Zwischendurch natürlich sind wir müde, aber wir haben jetzt, heute beginnt der dritte Tag, heute Abend die dritte Nacht. Das merkt man, die ersten 3-4 Tage ohne Essen ist natürlich immer hart, aber wir ziehen das durch. So, Jan, wie war die Nacht? Unerwartet nass. Arsch. Es hat geregnet. Es hat genieselt, so ein bisschen gefieselt, aber ich glaube, da zeigt uns ganz glasklar, dass wir heute diesen Shelter bauen. Was auch krass ist, ich weiß nicht, ob dir jetzt schon aufgefallen ist, aber der Baumstamm, wo du schlafen wolltest, der liegt erschreckend nah an unserem Schlafgemach. Oh. Hier vorne. Oh, krass, ja. Genau, der Staumbaum, der war 10 Meter weiter unten. Und ich wollte gestern unten schlafen, weil das eine gerade Fläche ist. Ich wäre heute, also ich wäre erstens irgendwo ertrunken oder ich wäre in Alaska schon. Hat der Jan gut gesagt. Also das nicht, aber das Wasser hätte, sag ich mal, meine ganze Klamotten, alles durchnässt. Das wäre fatal. Aber gut. Ja, guck, der kriegt der ja ein kleines Lächeln. Ob meine Bären noch da sind. Ich habe keine Ahnung, wie kalt gestern das Abend schön wurde. Ein bisschen weiter weg vom Camp gelegt, falls hier irgendwelche Bären sind. Aber da sind die Dinger. Hat er gut gemacht, dass er es weggelegt hat. Rein. Geil, riecht auch geil. Werde ich mir jetzt auf jeden Fall so was von reinziehen, ja, weil ich habe nichts am Magen und nichts. Das heißt, die sind gut für mich. Joey, ich verbessere mich. Ich habe gestern Abend gesagt,
Er will, glaube ich, abwarten, wie die sich auf meinen Magen und so was ausschlagen. Aber ich glaube, Joey will einfach 14 Tage nichts essen. Das ist seine Challenge. Ja, kann also, das finde ich einfach nur geil. Aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall an die Bären klammern, weil das gibt mir auf jeden Fall immer was, wo ich mich drauf freuen kann. Weil die Zeit, die vergeht einfach nicht. Also, das ist insane. Wahrscheinlich kickt einfach noch diese Handysucht und so was alles, die man einfach hat. Und man hat einfach nichts, womit man sich so richtig beschäftigen kann. Man ist schon ein bisschen schlapp jetzt auch. Aber dann Bären fressen. Ja, ein Schlappen ist schlapp. Und dann die Bären fressen. Also das ist es. Das ist sowas von geil. Also die nehme ich jetzt schön mit zum Sport da vorne. Bisschen frühstücken und was. Und dann wird hier mal locht. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Oh, da sind wir. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 3. Was geht ab, Freunde? Wie hast du geschlafen? Der Unterschied von den anderen zu uns schon wieder. Alter, mega gut. Ich bin nicht einmal aufgewacht. Es war einfach nur richtig Premium-Bett hier. Ich habe auch saugut geschlafen. Ein paar Mal was gehört, aber nichts gesehen. Und ja, Tag 3. Läuft. Schon. Läuft schon. Ich bin gespannt, wie sich das morgen anfühlt, wenn du... Alle, Tag 3 haben wir noch ein bisschen. Tag 3, schon. Tag 4 hast und noch weißt, 10 Tage kommen. Aber gerade... Da filmst du auch langsam mehr und mehr. Ich habe davor auch selbst gefilmt. Es wurde nur nicht reingeschnitten. Bin ich noch hyped? Ja. Sehr. Ja. Ich denke mir, Junge, gib mir die Natur, da kann man noch was mit anfangen. Mal sehen, wann das Gefühl aufhört und man einfach nur noch chillt und hungert. Voll. Ja. Hast du schon Hunger? Also so richtig? Gestern war es schlimmer, oder? Als jetzt in der Früh. Es geht. Also es ist klar, habe ich Hunger. Und für mich auch voll interessant, weil ich sonst auf meiner Reise höchstens 3 Tage mal nichts gegessen habe. Das heißt, für mich ist echt der Tag morgen, wo ich sage, das ist Neuland, was das Hungergefühl angehen wird. Ja, und ich meine, im schlimmsten Fall fangen wir halt an, den ganzen Scheiß hier von den Bäumen wegzufressen und Fallen aufzubauen. Vielleicht kriegen wir eine Maus. Muss man abwarten, was da heute so geht. Ich habe tatsächlich noch gar keinen Hunger. Krass, ganz komisch. Also echt komisch, weil ja gestern, ja, wir sind jetzt 1,5 Tage ohne Nahrung, oder? Ziemlich ja, was genau. Mir mehr Sorgen macht, ich habe seit 3 Tagen nicht gekackt. Ja, das habe ich hinter mir. Ah, wird schon kommen. Ja, solange man keine Bauchschmerzen hat. Ja. Ja, voll. Ja, wird schon. So, weiter im Wald jetzt hier ein bisschen. Diesen Bums, den kann man auch essen. Achtung bei diesem Bums. Flechten sind nicht so bekömmlich für unseren Magen. Also, klar, ein bisschen kann man schon essen, aber nicht zu viel. Ja, wir sind halt keine Elche. Also das muss schon speziell verdaut werden. Schmeckt halt wirklich so widerlich. Ja, und hat halt auch echt wenig Sinn, weil es, ja, ja. Eigentlich ist aufgekochtes Wasser dazu ganz geil. Ich frage mich, ob das nach ein paar Tagen gut schmeckt. So, das ist jetzt das Stellnetz von gestern. Und ich wundere mich ein bisschen, dass da keine Steine oder irgendwas mehr drin sind. Und man sieht hier auch die ein oder anderen Löcher. Warte, wo war das jetzt eben? Genau hier. Heißt es, dass da was drin war und Wildtiere zugange waren? Uff, keine Ahnung, aber weitermachen. Wir nehmen es als gutes Zeichen auf. Das heißt, wieder jetzt Scheiße reinpacken und dann aus. War was ein Spoiler? Gestern ist mir aufgefallen, ich wollte hier nach Plattfischen angeln. Das ist total dumm, weil also die fühlen sich halt gängigerweise wohl im Sand, aber hier ist alles super steinig. Vielleicht findest du hier Forellen. Was halt super geil wäre mal zu machen, ist, dass man vielleicht eine Klippe sucht, hier mal rumläuft und schaut, ob man dann vielleicht irgendwo eine Erhöhung findet, wo das Wasser tiefer reingeht, dass man halt auch wirklich Fische da hat, weil hier ist so flach. Angelspot könnte geiler sein, aber könnte auch schlimmer sein. Wir hätten auch das Pech haben können, dass hier gar nichts abgeht. So haben wir immerhin Wasser, wo wir uns ausprobieren können, ne? Absolut. Nice. Arbeit ran da und dann weitermachen.
Wir haben jetzt eben hier nochmal das ein oder andere Moos gesammelt, werden heute unser Bett nochmal schön auslegen. Hanna ist schon fleißig dabei, auch Feuerholz zu suchen. Boah, enorm. Und dann können wir mal heute Abend gucken, ob wir vielleicht nochmal Krebs abgucken, oder? Hast du Bock, Hanna? Geil. Ja, ansonsten haben wir hier die Bären entdeckt. Und sind die fett am Wegsnacken. Das war jetzt aber noch eine Ruhe hier, ne? Noch nicht ganz reif. Das war's jetzt von uns. Die Folge ist ja schon gleich zu Ende. Ah ne, wir waren ja am Anfang. Moin, Freunde. Ich bin gerade geweckt worden durch 2 Kilo Moos, die auf mich draufgeplumpst sind. Ja, oh, das. Weil unsere Folie hier nicht gehalten hat. Naja, wir haben den Morgen ein bisschen entspannter angehen lassen, haben uns ein bisschen noch mehr ausgeruht und ein bisschen beraten, was wir heute machen. Und während wir das gemacht haben und ich da hinten meine Hose mal hier ins Trockene geholt habe, bin ich vorhin aus Versehen einmal so reingefallen. Mhm. Und dadurch hat sich dieses Ding da gelöst. Und wir dachten so, ja, fixen wir halt später. Wir ruhen uns. Du dachtest das. Ja, ich dachte, wäre schon korrekt, wenn du es jetzt direkt machen würdest. Aber ja. Stimmt wohl. Aber ihr seht, hier ist genau das, was wir das letzte Mal besprochen haben, dass hier das Moos vom Gewicht her das halt richtig runterdrückt. Und naja, es ist halt auch auf ihn gefallen. Ja. Nicht so geil. Ich dachte, wäre schon korrekt, wenn du es jetzt direkt machen würdest. Aber ja. Stimmt wohl. Okay, Freunde, ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo wir euch den Plan für heute erklären. Der Plan ist so simpel wie genial. Es gibt keinen Plan. Ist der Plan ziemlich scheiße. Der Plan ist Fische fangen einfach. Der Plan ist, dass wir uns gleich ein Feuer machen, das allererste. Uns Wasser abkochen, uns eine Brühe machen. Genau. Um ein bisschen Energie zu sammeln. Wir haben, ich glaube, irgendwie so zwischen 10 und 14 Brühwürfel. Wir haben, glaube ich, ungefähr 14 dabei oder 13 oder irgendwie so. Genau, also wir können auf jeden Fall die nutzen. Wir haben bis jetzt noch gar keinen benutzt. Das heißt, ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was uns nochmal Energie gibt. Ja, und wir jetzt unsere Chlortabletten ein bisschen sparen und unser Wasser erstmal abkochen. Wir haben ein bisschen geiles Feuerholz gesammelt. Das ist zwar über die Nacht wieder ein bisschen feucht geworden, aber schauen wir mal. Und dann das Thema Fische haben wir noch nicht aufgegeben. Sehr gut. Wir werden nochmal einen Weg durch den Wald durchsuchen, versuchen irgendwie durchzukommen, ohne uns zu töten. Genau, wir werden heute auf jeden Fall nochmal mit neuer Motivation an die ganze Sache rangehen, Freunde. Und mal da hinten, also gestern sind wir quasi da lang gegangen. Und heute werden wir mal versuchen, da hinten bei diesem See links dem Fluss zu folgen. Und da geht es halt auch zum Meer. Das ist da, wo wir halt ursprünglich hergekommen sind. Mhm. Und Gerd Falke, warum abkochen? Ich trinke immer Wasser aus dem Fluss beim Angeln und hatte nie Probleme. In welchem Land angelst du denn und trinkst das aus dem Fluss? Vor allem, man darf halt nie vergessen, wenn wir normal unterwegs sind, Wasser trinken und wir dann mal Bauchweh haben oder so, dann ist das jetzt nicht so schlimm, als wenn du irgendwie da bei so einer Challenge bist, wo du Wasser trinken musst, dann Bauchweh hast und am nächsten Tag aber wieder genau dieselbe Wasser trinken musst, von dem du Bauchweh bekommen hattest. Also das kann man halt nicht so vergleichen und deswegen ist es besser, dass man eine Nummer sicher geht und dass man sich das Wasser abkocht und so die Bakterien wegmacht und abtötet. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und in Kanada gibt es halt auch Biberfieber und Bakterien im Wasser. Also das ist dort gar nicht so rein. Und deswegen ist es, ja, better safe than sorry. Ja, also wir nehmen uns der Challenge an. Wir machen das hier. Ich glaube, dass wir gestern ein bisschen früher schlafen gegangen sind, hat auf jeden Fall gut getan. Mhm. Generell ein bisschen ausruhen, ja. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich fitter bin gerade. Hunger geht auf jeden Fall noch, würde ich sagen, gerade. Ja, bei mir scheppert schon rein, muss ich sagen, ja. Aber man kann das aushalten so, ne? Ja. Aber deswegen ist halt turbo wichtig, dass wir diese Fische fangen. Mhm. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, schwierig. Ja. Also ich sag's ja auch in der Föhring-Szene, ich hatte absolut kein Hungergefühl. Null. Also es hat mich selbst so gewundert, aber also nicht mal ein Müh, gar nichts. Schwierig. Also wir sind die ganze Zeit am Beraten, was wir machen, weil jeder Gang zum Meer kostet halt Energie. Und nicht wenig, Leute. Also ihr habt das ja auf den Aufnahmen gesehen. Ich denke, es kommt ungefähr auch so rüber.
Das ist wirklich anstrengend. Du kriegst unten durch, du musst bei jedem Schritt ultra aufpassen. Oben drüber, dies, das. Und das müssen wir ja zweimal laufen, wenn wir hin und zurück gehen. Ich glaube, dass die Anstrengung auf... Gletscherströme auf Island sind aber zum Beispiel relativ sicher. Muss man, blöde Frage, das ist jetzt Halbwissen von mir, muss man bei Gletscherwasser nicht aufpassen, weil Gletscher ja Eis und Schnee ist und da überhaupt keine Mineralien sind und das ein bisschen so ist, wie wenn du destilliertes Wasser oder Regenwasser trinkst und du das mit Mineralien und so weiter, also du brauchst dann Mineralien, weil sonst ist das absolut ungesund. Deswegen würde ich in Island nicht aus einem Gletscherfluss trinken. Ihr sagt richtig. Okay, dann habe ich keinen Blödsinn erzählt. Also ihr müsst da echt aufpassen, weil wir sollen ja auch kein destilliertes Wasser trinken, weil dann mit Osmose und so weiter das in unseren Körperzellen echt schlecht für uns ist, weil wir dann... Oh, ist es dann so, dass man trotz Wasser verdurstet? Auf jeden Fall entzieht es dann die ganzen Nährstoffe aus den Zellen und so weiter, weil ja dieser osmotische Ausgleich stattfinden will. Ja, genau. Auf dem Weg dahin ist jetzt auch nicht unbedingt das Körperliche, sondern auch das Mentale. Ne? Das darf man nicht vergessen. So, wir sind super vorsichtig, gucken, dass wir da nicht irgendwo aus Versehen ausrutschen oder so. Ja. Und das ist jetzt halt so eine Abwägung. Verbraucht man halt die Energie, weil also ich weiß nicht, wie groß unsere Erfolgschancen sind, Fische zu fangen, sag ich ehrlich. Aber ich glaube, generell Fischen ist schon jetzt nicht, dass man die Angel reinhält und man holt einen raus, right? Nee, auf keinen Fall. Also die Erfolgschancen sind generell gering. Aber wir machen's. Wir machen's irgendwie. Wir haben ja keine andere Option, Leute. Wir müssen irgendwas essen. Also wir wollen es halt, wir wollen es wirklich 14 Tage schaffen. Und ich glaube, wenn wir es 14 Tage schaffen wollen, dann müssen wir zum Meer. Ja. Tag 3, was geht ab? Was machen wir heute? Die haben auch gut geschlafen. Ich würde heute Shelter weitermachen. Ja, ja. Ja, wir die sind auch gut drauf. Jetzt heute Abend vielleicht oder so, aber jetzt müssen wir erstmal Shelter weitermachen, weil das Wetter jetzt gar nicht so geil ist. Es ist sehr diesig draußen und wir wissen halt nicht, ob irgendwie dem nächsten Wetterumschwung kommt oder sowas. Deshalb muss das Ding jetzt erstmal stehen. Weil wenn es jetzt regnet, Alter, da sind wir raus, da sind wir im Arsch. Weil Wärme haben wir durch den Schlafsack, Shelter haben wir nicht, Wasser kommen wir auch schnell rein und Food ist ja an letzter Stelle, eigentlich. Mhm, erstmal noch. Ja. Deshalb muss jetzt erstmal Shelter fertig werden. So, ganz wichtig, Schlafsack immer aufhängen, der muss trocknen. Ihr seht, hier ist alles vom Schweiß. Alles Ausdünstung. Wir haben ja ein Groundsheet aus Planer, da kommt ja auch keine Luft dran. Wärm tut er ja trotzdem, aber wenn er jetzt richtig, richtig lange nass ist, dann schimmelt er auch irgendwann und wird richtig eklig. Hier, guckt euch das mal an, Alter. Richtig feucht. Hier. Aber das kennen wir schon, das ist normal. Aber auf jeden Fall trocknen lassen. Also, bei der ersten Nacht war unser Schlafsack nicht nass von unten, weil wir hatten ja so eine super Drainage. Vor allem, dadurch hast du halt, glaube ich, auch nicht so einen Wärmestau. Sondern es ist immer schön, kommt ein bisschen Luft dazu, dadurch, dass es halt nicht so dicht ist. Guten Tag. Wasche. Hier schön mit so einem Hölzchen für die Knie. Wir sind wieder oben angekommen. Kann man in der Nacht Feuer haben? Uns wurde gesagt, dass wir nachts nicht Feuer machen dürfen. Also klar, du kannst in der Nacht in deiner Buschbox, wenn es schon dunkel ist, natürlich noch was abkochen, wenn du was gefangen hast, aber halt nicht einfach so. War zumindest meine Info. Sondern, dass du halt wirklich nur Feuer machst zum Kochen und abkochen und so weiter. Und nicht einfach so, wie man halt sonst Lagerfeuer macht. Das ist das, was ich vom Briefing in Erinnerung habe. Komm, fertig, as fuck. Es wird wirklich mit jedem Mal anstrengender, ne? Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen jetzt nämlich Trapperbetten bauen. Weil, wenn es jetzt irgendwie demnächst regnet, werden wir unterspült, definitiv. Das regnet überall, vorne auch. Ja. Dann ist quasi so eine Senke, wo wir liegen. Ja. Das ist richtig kacke. Und deswegen muss jetzt ein Trapperbett her. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, ja, warum habt ihr euch denn da hingelegt,
wo es schräg ist, weil es überall schräg ist. Ja, das ist hier überall. Es gibt keine geraden Flächen. Ja. Außer da hinten am See, aber da ist Kacke. Ja. Ein Trapperbett ist nicht dasselbe wie ein Jägerbett, sondern das, was Fritz und Martin haben, oder? Also wirklich komplett erhöht, oder? Alles wieder wegmachen, Trapperbett bauen, ganz, ganz wichtig jetzt. Und am See ist es ja sowieso auch arschfeucht. Und wenn es da noch drauf regnet, dann ist da, glaube ich, Sumpflandschaft. Da kommst du da gar nicht mehr hin. Am See ist unklug. Ja. Ja, Zeitraffer. Oh, ich liebe Zeitraffer. Ich hätte Baumhaus gebaut wegen der Tiere. Tatsächlich wollten Ann-Kathrin und ich ein Baumhaus bauen, weil Ann-Kathrin das von den Indigenen gelernt hat, wie das easy-cheesy geht. Aber unsere Bäume hätten das nicht ausgehalten. Das wär mal Abriss gewesen, hätten wir da ein Baumhaus hingekloppt. Das ist unser Aufmaßstock, dann wissen wir genau, wie breit das sein muss. Und jetzt sägen wir ihn ab. Das Gute ist, wir brauchen nur zwei von den großen. Ja, und das andere Gute ist, wir haben uns jetzt hier extra ein bisschen morscheren ausgesucht, weil es einfach keine richtige Traglast hat, sag ich mal. Und selbst der Morsche ist. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Sag ich ja, die sind so morsch. Ja, ja. Oh, guck mal, wie der hinten aussieht. Eieieiei. Ah, das sieht schon besser aus, die Schnittkante. So, wir haben jetzt eine Konstruktion für die Pyramide, weil wir mussten massiv höher kommen. Oh, das ist nicht schlecht, du. Das ist richtig gut sogar. Mhm. Das sieht jetzt auch gut aus, ne, von der Höhe? Ja. Ist wichtig, der Schlafplatz muss gerade sein. Ich bin so gespannt, was die Naturensöhne zu unserem Bett sagen, die Profis. Wir sind die ersten zwei Nächte zu den Füßen gerutscht, weil das halt schräg war. Ja. War uns erstmal egal, aber jetzt, das muss alles besser werden. Und das wird es auch. Wir machen kleine Schritte. Sammeln, Big Pause, den Haufen rauf machen, große Pause, Disneys große Pause hier. Dann den Haufen nochmal sammeln, rauflegen, Disneys große Pause. Und dann ist das Bett fertig. Ja. Das ist geil. Das ist richtig geil. Und dann noch Folie drauf, hast du das auch schon gesagt? Nö, und dann Folie drauf. Das ist jetzt heute dann auch noch ein Ziel. Hier? Ja. Ein paar Dinger hier wären auch noch gut. Ja, viel zu tun. Also Langeweile haben wir auf jeden Fall nicht. Ja. Ich habe gerade einen Baum gesägt, so, einen Ast. Ich höre so, was ist das? Das sind aber laute Mücken. Da dachte ich so, okay, dann sind die voll nah dran am Ohr. Das war ein Bienen, Mann. Das war ein Erdbienennest, was man komplett nicht gesehen hat. Ach, shit. Ey, die waren auf einmal überall dran, haben direkt hier reingestochen. Da sieht man die Einstichstelle. Das ist übel. Dann haben wir alles abgesucht, alles cool. Wir gehen wieder hin, um das zu filmen. Auf einmal hier unter der Achsel noch ein Stich. Ja, das Ding ist, glaube ich, wenn du einmal gestochen wirst, bist du auch so ein bisschen markiert für die Viecher, als Feind. Das Lustige ist, ich bin ja allergisch gegen Insektenstiche. Muss jetzt erstmal gucken, was abgeht. Ja. Noch geht's mir gut. Ist ja auch nicht keine schlimme Stelle, Arm und links. Das brennt ja richtig doll, ne? Bei uns, die Wespen oder Bienen. Ja. Beim Wandern sind wir auch mal auf sowas getreten und das war so heftig. Also dieser ganze Schwarm ist hoch und uns teilweise hinterher und In Deutschland tun nicht so doll weh. Echt jetzt? Ja, hundertprozentig. Alter. Ich habe öfter mal, es handelt sich wahrscheinlich um die gemeine Wespe. Gemeine Wespen sind dafür bekannt, dass sie stechen, wenn sie sich bedroht fühlen oder ihr Nest verteidigen. Wespenstich, das sind jetzt wahrscheinlich Bienen, ne? Ja, Wespe war schon zornig, aber wenn es noch zorniger ist, Alter. Das ist ganz komisch, Alter. Oh, what the fuck? Wie viel Wespe? Ihr Stich kann schmerzhaft sein und bei manchen Menschen allergische Reaktionen auslösen. Wie viel Bienen da auf einmal rauskamen? Hä? Ja, wir haben euch auch nochmal eine Aufnahme vom Nest gemacht. Das ist da immer noch am Schwirren, Alter. Oh. Voll in Ah, hier seht ihr die hier? Die hier? Oh, die sehen ja riesig aus. Fies. Fies. Aufregung.
Da war nichts zu sehen, nichts, nichts zu hören. Na ja, gut. Richtig auf Sneaky angelehnt. What? Tag 3 um 13 Uhr geht ein Notruf rein und davor sagt Andy, er ist allergisch gegen Wespen. Gegen Stiche. Alter, Tag 3. Oh, fuck. Oh, ist das fies. Oh, ist das fies. Ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge. Wow, war echt heftig.